Sinn der Übung. Die beidhändige Rückhand ist im Endeffekt eine Vorhand mit links. Startposition. Schläger mit links oben am Griff festhalten und stehe seitlich zur Grundlinie. Schlägerkopf auf Kniehöhe, Schläger zeigt hinten zum Boden. Schlage den Ball von hinten unten nach vorne oben. Treffpunkt. Handgelenk stabil, seitlich vor dem Körper treffen und die Schlagfläche nahezu senkrecht. Endposition. Schläger vorne oben, in Schulterhöhe. Wieder zurück in die Startposition. Verwende zu Beginn, wenn möglich, druckreduzierte Bälle. Treffpunkt. Schläger seitlich vor dem Körper. Trainingsaufgabe. Jeder saubere Treffer gibt einen Punkt und fängt der Werfer den Ball, gibt das zwei Punkte. Schaffst du bei 10 Schlägen 10 Punkte? Na dann geht's weiter zum nächsten Schritt.